Radio PSR. Hol den Lukas. Hol den Lukas. In die härtesten Jobs Sachsens. 65 Meter hoch, eine Windenergieanlage. Man kann aber auch sagen, Fernsehturm mit Propeller, wenn man möchte. Und da gehen wir jetzt hoch, reparieren. Was sonst? Das ist was für Jungs. Ach, was sage ich, was für Männer. Wir gehen ganz oben raus und machen dort vorne, da sieht man jetzt zwischen den Flügeln so eine Klappe. Ja. Und dann klettern wir mal rein und setzen uns mal vorne rein. Es war schön mit euch. Alle 20 Meter ist ein Podest und bis dahin geht es senkrecht die Leiter hoch. Die ersten 20 Meter waren beeindruckend. Wir müssen auf 64 Meter. 67. 67. Wir haben ja keinen Meter unterschlagen bei Höchstleistungen. Ich weiß gar nicht, ob ich vor Anstrengung oder vor Angst abgekämpft bin. Auf alle Fälle hast du hier ordentlich weiche Knie. Also wann immer ich auf der Autobahn an so einem Windenergierad vorbeifahre, überlege ich mir, wie wird es denn wohl oben in diesem Viereck aussehen? Und das ist das, was wir da oben drin haben. Lutz, erklär mal, was sehen wir denn hier alles? Von hinten begonnen, linke Seite ist der Generator mit der Wasserkühlung oben drauf. Aha. Und rechts ein Steuerschrank. Aha. Bis hierher, von hinten gesehen, das Getriebe. Und hier geht die Narbe nach außen? Genau, hier ist die Rotorwelle, Hauptlager und vorn dran ist der Rotor mit den zwei Blättern. Ölpumpe! Muss ständig geschmiert werden, die Technik hier. Naja, bringst du mit sich. Jeder von uns kennt doch einen Mutterschlüssel, oder? So einen ganz normalen Mutterschlüssel. Das ist die 46er Hydraulik-Mutterschlüssel. Und den werden wir jetzt gleich in Aktion erleben. Soll ich jetzt hier wirklich rausgehen? Das ist schon hoch. Ich soll mich ja nach vorne abseilen, dass ich dann da vorne in diesen Rotor reingucke. Ach komm, ich mach's einfach. Wir sind tatsächlich oben. Das ist der Beweis, dass das ruhende Rotorblatt zu meiner Linken, das ruhende Rotorblatt zu meiner Rechten und hier unten, da geht's runter. Ich bin wieder da. Es ist zwar noch kein fester Boden, weil 2 Meter müssen wir noch überwinden, aber gut bewältigt. Auf den letzten paar Metern auf die Fresse fliegen. Ja, beim Na, Lutz, bei der letzten Level. Klasse. Das erste Mal da oben. Super Leistung. Wunderbar. Hat uns gefreut. Hast du gar keine Angst gehabt? Genau. Wenn du möchtest, kannst du bei uns anfangen. Das ist in Ordnung. Oh, mein, ich hab's mal verwechselt. Nee, ist okay. Die Höhenluft. War schön. Und Kompliment, was ihr für einen Job macht da oben. Also das ist ja wirklich, bei Wind und Wetter müsst ihr da hoch. Ja. Egal ob 20 Grad minus sind oder ob 36 Grad. In der Sonne ist der Frachtgänger da noch, wenn was kaputt ist, muss ausgetauscht werden, dann müsst ihr genau so. Kompliment. Das ist ein harter Job. Radio PSR. Hol den Lukas. In die härtesten Jobs Sachsens. Nur bei Radio PSR. 100% Sachsen.